Ja, wieder hallo zusammen. Ich bin Tobias Radebold und arbeite hier an der Orthopädischen Klinik Hesse-Schlichtenau. Und in dem jetzt folgenden Teil unserer Serie zur Patellaluxation wird es um die letzte wichtige Abweichung von der Norm gehen. Das ist nämlich die schlecht ausgebildete Gleitrinne der Kniescheibe im Oberschenkelknochen. Diese Animation soll nochmal zeigen, was genau das Problem für das Kniegelenk ist, wenn die Gleitrinne schlecht ausgebildet ist. Wir gucken von unten auf ein linkes Kniegelenk, das Knie ist 90 Grad gebeugt. In der Bildmitte sehen wir die Gelenkfläche des Kniegelenkes vom Oberschenkelknochen. Und in dem Teil dieser roten Linie ist jetzt mehr ein Buckel und keine Rinne, in der die Kniescheibe laufen könnte. Das führt zunächst mal dazu, dass die Kniescheibe immer hier außen läuft und der Knorpel hinter der Kniescheibe und am Oberschenkelknochen auch ungleichmäßig bzw. überlastet wird und dort sich schneller eine Arthrose entwickeln wird. Das zweite Problem ist, dass diese Führung natürlich auch bedingt, dass die Kniescheibe nicht rausspringt. Und wenn dort keine Rinne ist, die die Kniescheibe führen kann, wird die Kniescheibe natürlich auch schneller rausspringen können. Die Lösung dieses Problems sieht jetzt so aus. In diesem Bereich, wo der Buckel ist, möchten wir eine Rinne haben. Und jetzt können wir vorsichtig den Knorpel unterminieren und den Knochen unterhalb dieses Knorpels entfernen, in dem Bereich dieses lila-roten Stückes, und können anschließend den Knorpelüberzug dort in die neu gebildete Rinne hineinmodellieren. Dann sieht es anschließend so aus. Und der Lauf der Kniescheibe ist natürlich jetzt viel, viel besser und der Knorpel hinter der Kniescheibe wird auch gleichmäßiger belastet. In der Regel ist das der Hauptteil der Operation, aber zur besseren Stabilisierung der Kniescheibe wird man sicherlich anschließend noch eine Plastik des medialen patellofemoralen Ligamentes, also eine MPFL-Plastik, durchführen. Und das sieht dann so aus. Und wer es genauer wissen möchte, schaut nochmal unseren zweiten Teil der Serie an. Da geht es genau um dieses mediale patellofemorale Ligament oder kurz MPFL. Da man bei der letzten Ansicht von unten nicht genau sehen kann bzw. nicht gut versteht, wie es bei dieser Technik sein kann, dass der Knorpel nicht verletzt wird, habe ich das Ganze nochmal so halb von der Seite aufgenommen. Also wieder ein linkes Bein. In dem jetzt blau markierten Anteil befindet sich der Knorpel des Oberschenkelknochens, der für den Lauf der Kniescheibe interessant ist und den wir halt nicht verletzen wollen. Wir machen einen Schnitt außen neben der Kniescheibe. Und jetzt kann man mit einem Meißel ganz langsam und vorsichtig, viel, viel langsamer und vorsichtiger, als ich das hier jetzt in der Animation mache, kann man diesen Knorpel mit einer Knochenlamelle darunter lösen und kann dann unterhalb dieses Knorpels die Rinne, die dort fehlt, neu bilden und den Knorpel dann anschließend darunter drücken, dass er da wieder festheilen kann. Auch hier wird es so sein, dass man in den ersten 6 Wochen nach der Operation das Bein nicht voll belasten sollte. Und bei vorsichtigen Nachbehandlungsschemata ist es so, dass in den ersten Wochen das Knie nicht dauerhaft voll gestreckt werden soll, sondern aus einer Schiene heraus nur immer wieder mal gestreckt wird, aber die meiste Zeit in einer leichten Beugung gehalten werden sollte, damit die Kniescheibe auf diesen Knorpelüberzug einen gewissen Druck ausübt und der dadurch ruhiger und besser einheilen kann. Ja, und ganz egal, wie man eine Patellaluxation oder eine patellofemorale Instabilität behandelt, nach ungefähr 6 Wochen sollte wieder ein intensiver Muskelaufbau beginnen. Und dabei gibt es zwei Muskelgruppen, die interessant sind. Das erste ist der große Oberschenkelstrecker und davon der innere Anteil, der für die Stabilisierung der Kniescheibe am wichtigsten ist. Und da geht es auch nicht darum, den ganzen Muskel zu trainieren, sondern nur die Anteile, die ganz nah an der Streckung des Kniegelenkes sind. Also wenn das Knie 90 Grad gebeugt ist, diese Muskeln nützen wenig. Aber so die letzten 10 Grad, bevor das Bein richtig gerade ist, die muss man speziell trainieren. Und zum anderen hier beispielhaft der große Gesäßmuskel für die Gruppe aller der Muskeln, die den Oberschenkelknochen und die Hüfte nach außen drehen.
weil auch das zu einer besseren Position und besseren Stabilisierung der Kniescheibe beiträgt, wenn man die sogenannten Außenrotatoren des Hüftgelenkes und des Oberschenkelknochens auftrainiert. Ich denke, aus unserer Serie zur Patellaluxation ist jetzt sehr deutlich geworden, dass es nicht die eine Therapie für die Patellaluxation gibt, sondern dass man im Vorfeld sehr genau schauen muss, was gibt es für Fehlstellungen, was gibt es für Abweichungen von der Norm, in was für einer Situation befindet sich der Patient, der so ein Problem hat, gibt es schon eine Arthrose hinter der Kniescheibe, viele, viele Fragen, und die müssen alle genau beantwortet werden, bevor man dann tatsächlich eine Therapieentscheidung trifft. Was man dann macht, ob man eine knöcherne Korrektur mit durchführen muss, ob man versucht, ein Band wieder anzunähen oder ob man nur in Anführungszeichen eine MPFL-Plastik machen muss, das wird man erst entscheiden können, wenn man alle Befunde und alle Untersuchungen zusammen hat. Und ganz klar ist, dass so ein Video und eine Information über das Internet eigentlich niemals eine ärztliche Untersuchung, Beratung und dann auch Behandlung ersetzen kann, sondern es ist immer nur eine Ergänzung, damit man besser ins Rennen geht. Und wenn Sie so ein Problem haben und den Eindruck haben, dass Sie Beratungsbedarf haben oder Therapiebedarf, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir Sie hier bei uns begrüßen dürfen. Dann können wir uns das ansehen und beraten dann gemeinsam, was das Beste für Sie ist. Das war jetzt unser Beitrag zur schlecht ausgebildeten Gleitrinne im Oberschenkelknochen, der sogenannten Trochlea-Dysplasie. Und in einem folgenden Teil wird es darum gehen, die Besonderheiten der Patellaluxation im Rahmen von kindlichen Luxationsereignissen zu besprechen. Wieder viel Spaß dabei!